MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo Leute, herzlich willkommen bei einem ganz neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Ich habe Bock, anderen Leuten die Schnauze einzuschlagen. Nein, doch, eigentlich schon. Auf jeden Fall spielen wir hier die Testversion von UFC 2 auf der Xbox über EA Access. Hier, das Ding hier, ne? Da könnt ihr nämlich dann das Spiel tatsächlich noch ein bisschen eher antesten. Und da ich absolut keine Ahnung habe, dachte ich, ich fange mal an hier mit Skill-Challenges. Er hat zwar beim, ja, ich sag mal, Intro, ja, verteidigen ist gut, leicht. Beim Intro hat er zwar, halte bei deinen Strike, ne, um die Art, ist auch, aha. Hat er mir zwar ein bisschen was gezeigt, aber ich hab's nicht gepeilt. Heute darfst du keine Treffer einstecken. Weich aus, pariere oder blocke und verhindere innerhalb des Zeitlimits eine bestimmte Anzahl genau. An Treffern, ohne getroffen. Ja, halt die Schnauze. So, okay. Wer bin ich? Ich bin der da. Ja, weiter so. Klasse geblockt. Haha! Darf ich den auch auf die Schnauze hauen? Nein, ich darf ihn nicht hauen. Vergiss den Treffer, das kannst du besser. Klasse geblockt. Also, R1 ist... Egal, vergiss den Treffer. Ja, vergiss den Treffer. 5 Sekunden noch. Ja, schön. Das war na nicht also. Schlecht, aber ich glaube, du kannst dich noch besser verteidigen. Ja, ich versuche mich nochmal besser zu verteidigen. Okay, ich nehme die Herausforderung an. Ja, komm. Auf geht's. Egal, mach weiter. Ran jetzt, ich will Block sehen. Der haut hier ab hier. Okay, das war nichts. Mach weiter. Schöner Block. 5 Sekunden bleiben dir noch. Vergiss diesen Treffer. Mach weiter. Schön geblockt. Du musst dringend an deiner Verteidigung arbeiten. Ist mir egal. C habe ich geschafft. Ich bin voll der Blocker. Das war schon. Der geht ja echt komplett raus. Ich dachte, man kann ihn irgendwie. Schnelltreffer. Immer leicht. Wir machen natürlich immer leicht. Ich habe UFC 1 nie gespielt. Deshalb, ja, muss ich mich jetzt sehr langsam einfinden. Okay, ja, das kann ich. Ich bin voll gut in sowas. Y, habe ich. Hallo. Ja, ich. Ihr müsst doch schneller zeigen. Oder muss ich die durchhauen? Ach so, warte mal. Nö. Oh. Entschuldigung. Ja. Das sind die richtigen Treffer. Das kannst du noch schneller. Ja, sicher, aber ihr müsst doch... Ihr wart doch langsam. Hä? Habe ich wieder was falsch gemacht? Nochmal durchlesen hier. Zeig mir mal, wie schnell ja, wie schnell... Ja. Achte immer auf hä? Du musst immer auf das Tempo achten. Ich finde mich voll schnell. Du musst schneller sein. War das die richtige Taste? Ja. Das ist noch zu langsam. Das ja, ist noch zu langsam. 10 Sekunden noch. Mehr Tempo los. Ja, guter Treffer. Das ist nicht schnell genug. Wie nicht schnell genug? Ich mach doch schon. Ach so, ja, siehst du. Ja, ich bin. Ja. Das, was habe ich jetzt? Ich habe doch weggedrückt, oder? Ja, wird wohl. Das kann ich. Also im auf die Fresse hauen bin ich gut. So. Ach so, was habe ich überhaupt vor? Ja, um das jetzt hier halbwegs wieder spannend zu gestalten, die Folge. Ich will ja diesen Karrieremodus mal testen. Ne? Ich glaube, der hat ja hier so eine Art Bier-Pro, Bier-Fighter, Bier... Heute will ich, dass du mir zeigst, wie gut deine Eltern ne? Und deine Punch trifft die markierte Zone. Bereich des Sandsacks und achte dabei auf das Zeitlimit. Ja, natürlich. Obere, untere Hälfte, alles klar. Obere, bumm. Obere, bumm. So.
Obere? Ja. Hier. Yeah. Ach so, ah, jetzt muss ich hier, ah. Achte auf die richtigen Trefferzonen. Ja, jetzt habe ich's. Ja, ja, ist ja gut. Ja, komm. Aha, er blinkt. Ja, mach weiter so. Guter Treffer. Du hast noch 5 Sekunden. Er blinkt immer noch. Ja, so muss das sein. Ja, jetzt habe ich's gerafft. Ja, das kann ich definitiv besser. Aber ich habe ja jetzt schon ein B. Pass mal auf. Ja, ja, meine Punches sind super. Glaub mal. Bam, 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 bam. Links-Rechts-Kombos, jawohl. So, ach, geht weiter unten, okay. Bam. Ja, sicher. Ach, er ist erschöpft. Das ist natürlich ein Problem. So, was hat er? Immer noch unten. Ja, gut, mach ich mal weiter. Also, bitte. Wie? Keine Ahnung. Naja, aber knapp. Ja. Also, diesen Bier-Pro-Modus möchte ich auch... Komm, wir starten einfach mal, oder? Was denkt ihr? Wir hauen einfach mal einen raus hier. Aber ich kann das noch nicht. Ich kann das alles noch gar nicht. Mm. Eigentlich kann ich nur auf die Fresse hauen. Egal. Wir erstellen uns zumindest in der Folge einfach schon mal... Ne, hier, das ist, glaube ich, der Karrieremodus. Kämpfer importieren... Ja, vom Wegen. Kämpferin? Nein. Neue Karriere, Kämpfer. Ja, dann machen wir halt in der Folge einfach mal einen neuen Kämpfer. Freue ich mich schon. Und dann kann ich mir noch ein bisschen aneignen, wie man zum Beispiel auf der Matte kämpft. Ihr seht hier das Kreationsmenü. Wir heißen... Ja, wie heißt man eigentlich? Man heißt... Ja, wir heißen... Wie immer... Vielleicht lasse ich mir da nochmal irgendwann mal Gutes einfallen. Aber jetzt heißt da hier... Oh. Ja, aber er soll ja schon hier... Hm. Ach so, Gotti wäre natürlich der Nachname. Ja, vielleicht... Oh, Ferrari finde ich super. Nein, ernsthaft. Jetzt, was machen wir überhaupt für einen? Warte mal. Man kann doch hier bestimmt so Voreinstellungen, da gibt es so bestimmt... Ja. Ja, Ruhe. Ich habe doch gar keine Tattoos gemacht. Was machen wir überhaupt für einen Typen? So einen Schwatten, einen Weißen, einen Dicken. Oh ja, Hatsching Moi, cool. Ja, machen wir einen Asiaten. Ich wäre hier für so einen... Pass mal auf. Ja. Ja, pass mal auf, pass mal auf. Und dann geben wir dem Haare... Und zwar... Was cool ist das? Oh ja, hier. So ein Assi-Look. Ja, ein richtiger Assi. Entschuldigung. Wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und sagt, das ist meine Frisur, dann lasst euch gesagt sein, mir egal. Finde ich nicht gut. Das ist aber auch ein bisschen... Nee, das passt nicht zu ihm. Ich habe ja schon so ein ungefähres Bild im Kopf. Ja, der Spitzbart da unten reizt mich natürlich, aber nein, wir machen hier... Ja, das ist okay. Körperbehaarung. Körperbehaarung hat er nicht. So, und da ist so ein... Ach, hier kann man... Genau, das wollte ich doch sehen. Provokationsstil, Charakter... Ach so, Ronda Rousey, die kenne ich doch, die war doch mal beim Dings. Oh, cool. Conor McGregor kenne ich sogar auch. Das wollte ich eigentlich nicht. Skills vielleicht. Attribute. Alle Kämpfer beginnen mit einer Reihe von Basisattributen. Ja, ich dachte, man kann hier vielleicht Boxer, Freestyle, Ringer. Was sagt er? Ach so, ja, guck mal. Griechisch-Römisch, Jiu-Jitsu. Oh, Entschuldigung. Judo, Karate, Kickboxer, MMA, Muay Thai. Ja, dann wir hier, Muay Thai. Der kann wenigstens blocken. Hm. Ist der am Boden stark? Dann will ich Muay Thai nicht.
Ich will eigentlich einen, der nur auf die Fresse hauen kann. Ja, der muss am Boden gar nicht großartig was können hier. Bodenverteidigung gar. Hä? Ja, Ringer brauche ich gar nicht. Vielleicht ein Boxer. Vielleicht einfach nur ein Boxer, der dem anderen immer schön auf die Fresse haut. Punchgeschwindigkeit. Was hat er bei Mai Tai? Hm. 56. Also ein Boxer ist ja schon langweilig, ne? Ich gebe es zu. Und Beinstärke fehlt mir auch. Ja, wir machen Mai Tai. Ja. Bam, boom. Woher kommt der Mai Tai eigentlich? Aus Thailand? Ist egal. Wir haben aber hier so einen Brasilianer. Ich dachte, man kann vielleicht noch irgendwie so einen brasilianischen Kampfstil auswählen. Ja, Allgemeines. So, dann nennen wir den, weil er Brasilianer ist, nennen wir ihn. Gibt es denn hier nicht Vornamensdinger? Nö, Kommentarvornamen, ihr wisst schon. Dann nennen wir ihn halt. Aber Goddy finde ich gut als Vornamen. Goddy. Und als Nachnamen nehmen wir Goddy. Ah, hier. Brasilianer, wie heißt denn Brasilianer? Ja, die haben eigentlich normale Namen, ne? Esposito wäre schon südamerikanisch. Flores. Goddy Flores. Oh, den merken wir uns. Goddy Gomez. Goddy Gomez. Immerhin. Goddy Hayes. Goddy Kelly King. Luis Lee. Lolo Belay. Lulu Morgan. Müller Mölle. Nakamura. Goddy Rodriguez. Goddy Rossi. Goddy Russo. Goddy Torres. Was hatte ich gerade gesagt? Welcher Name? Der gefiel mir eigentlich schon. Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Goddy Mai Tai. Nein, Goddy Flores. Goddy Flores? Goddy Garcia. Goddy Garcia finde ich gut. Spitzname? Goddy Bam Bam Garcia. Nein, Goddy, auch was mit G. Wobei, das ist übertrieben, oder? Oh, oh, oh. Goddy El Presidente. Ah, fast. Goddy Golden Garcia. Es klingt auch ein bisschen gay. Goddy. El Presidente finde ich auch scheiße irgendwo. El Diablo. Komm. Kämpft für was? Las Vegas? Nix. Russland? Nix. Jamaika? Oh yeah! Nein, der ist Brasilianer oder so ein Scheiß. Zeig mir mal, hast du irgendwas Brasilianisches? Irgendwas. Havanna, Kuba geht auch, oder? Dann sind wir halt Kubaner. Kubaner sind auch immer sehr entspannt. So, Weltergewicht. Ja. Leichtgewicht, Federgewicht, Bantam, Fliegen, Schwergewicht, Halbschwer, Mittelgewicht. Mittelgewicht finde ich okay. Linksauslage, Rechtsauslage, ist mir scheißegal. Machen wir mal Rechtsausleger. Nehmen wir mal Linksausleger. Komm. Nein, aber Rechtsausleger. So, Aussehen ist doch schon geil. Gibt es auch Tattoos oder so irgendwie? Ja, guck mal hier. So, warte mal. Jetzt mal Augen hat er. Gut, zwei Stück. Das ist schon mal wichtig. Augen sind immer wichtig. So, ja. Ein bisschen Muskeln. Warte mal. Wie habe ich sie? Nein, nicht, dass das markiert ist. Finde ich aber gut. Können wir auch nehmen. Bumm, das sieht doch aus wie... Ach, hört auf. Lass mich in Ruhe. So. Haben die mich hier auch? Ja, das ist... Als ich noch aktiv Basketball gespielt habe, kam das... Auch nicht. Nee. Was haben wir hier? Das sieht mir zu komisch aus. Nee, der darf schon ein bisschen Schulter haben. Ne? Also, da gehe ich ja dann doch eher in meine Richtung. Ja, machen wir das hier. Das ist ja fast die gute alte Zeit gewesen. So. Haut hat er. Und als Kubaner würde ich beinahe sagen, bist du eigentlich sogar noch ein bisschen dunkler. So dreckig dunkel. Oh, kriege ich sie nachher wieder. Da kriege ich wieder E-Mails nachher. Du Rassist! Ja und? Nein, bin ich nicht. Absolut nicht, Freunde. Da macht man keine Scherze drüber. Warum? Hä? Ach so. Ah, okay.
Also ich mag ja Spinnen schon mal gar nicht. Weg! Mach das Spinnennetz weg, alles weg. So. Aha. Ui, guck mal, was für eine Auswahl hier, ne? Das ist ja beeindruckend. Ich mach doch mal was Cooles irgendwie. So ein El Presidente Logo. Oder ein, hier, das finde ich, ne, so Inka-Schrift, Maya, ja, aber Kuba ist da schon raus, glaube ich, aus der Nummer. Was ist das? Bermuda. Aha. Das ist schon eher Richtung Kuba. So, Text. Gibt's hier irgendwie ein Havanna-Tattoo? Eieiei, Dios mias! Reden die so? Nein, ne? Kubaner reden nicht so, oder? Ja, das gefällt mir nicht. Porträts, ja, genau. Haben wir irgendwie ein Fidel Castro-Porträt? Nee. Das ist bedauerlich. Orient, also bitte dich. Oldschool ist scheiße, Entschuldigung. Ich wollte heute gar nicht fluchen. Das sieht auch alles kacke aus. Ja, machen wir uns mal hier so ein Drachending. Oh! So, da hat er hier so ein Drachen und der frisst den Bauchnabel auf. Ja, was denkt ihr? Hardcore geil, oder? Jawohl. Ja, ist ja durchaus ein Biest. So, was haben wir denn noch hier? Fantasy. Kelten Tribal hat jede Sau. Vielleicht machen wir uns einfach mal hier so ein Huhn. Einfach mal aus Protest. Einfach mal um zu zeigen, so nicht. Wir machen uns ein verdammtes Huhn. Jawohl. So, drehen. Ja. So. El Chiquinho. Ay, Dios mios. Ja, das ist doch Bombe. So, das reicht dann auch erstmal an Tattoos. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ja, dann mache ich hinterher noch mal ein bisschen weiter. Keine Panik. Da habe ich ja noch ein bisschen was. So. Oder wenn wir es wirklich ernst machen. Kampfoutfit. Shorts. Was? Ja, hier, Matai. Ja. Ja. Ach so. Ich muss. Mundschutz? Ja. Ja, nee. Was soll er mit dem keltischen Mundschutz? Ja, dann nehmen wir halt, weiß nicht, den hier. Aber das sieht irgendwie kacke aus. Nee, den hier. Das sieht lustig aus. Ja, si, senor. Ich hau dir auf die Fresse. Bis du lachst ganz laut. So, mach mal eine Socke an. Genau. Rechter Knöchel auch. Weil das ja unser, durchaus unser Hauptwerkzeug ist. Fast. So, Stil ist immer noch. Ach so, Walkout-Music. Keine Ahnung. Ain't no sunshine. Bad Motherfucker. Ja, wird auch wahrscheinlich nichts kommen, denn ich habe die Musik komplett runtergedreht. So, müssen wir hier so ein Rampage Jackson. Ja, das würde passen. Müssen wir so einen vorgefertigten nehmen? Ich dachte vielleicht so ein Generic oder so, weißt du? Ich kenne mich gar nicht aus. Das heißt, wird schwer gerade. Georges St-Pierre. Wo war der Typ? Conor McGregor. Bruce Lee. Ja, das passt doch. Ja, oder auch nicht. Aber da weiß ich, dass ich da der Einzige bin. Ich nehme Bruce Lee und dann haben wir wenigstens ein bisschen was Ausgefallenes. So, Provokation. Jetzt gehen wir erstmal durch. Aha, okay. Nö, das ist ja blöd, da hinten an den Rand zu gehen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist ja harmlos. Aha. Was ist das denn? Ja, so ein bisschen Muhammad Ali-Style. Ja, auch ein bisschen die Faust senken. Ja, das ist Cassius Clay, ganz klar. Ja, den finde ich aber besser hier. 12 finde ich super. So ein bisschen so dieses, ne? Ich hau dir auf die Fresse, bis du lachst. Ändern kann ich die Attribute hier nicht, oder? Nein. So, na ja gut, dann passt das. Vorzüge, Techniken, da kommt vielleicht noch was.
Ja, möchtest du Erinnerungen speichern? Ja. Wähle in der Gym-Zentrale des Karrieremodus den Abschnitt eigenen Kämpfer, um die Techniken und Vorzüge des Kämpfers abzubilden. Natürlich. Also anscheinend gibt es dann wirklich ein paar Vorzüge und andere Gimmicks und Skills und hast du nicht gesehen. Halte LB gedrückt und bewege die vorgeschriebene Grappling-Position aus. Oh. Ja, das habe ich ja noch gar nicht trainiert. Wenn du im Karrieremodus aggressiv trainierst, beschleunigt dies zwar die Entwicklung des Kämpfers, das Verletzungsrisiko steigt dafür wach. Mein Gott, sind wir Waschweiber oder was? Halte R und verteidige Attack Nummer 3 ab. Super. R, B, ist hoher Block. Aha, Feuer. Ich muss zugeben, ich habe auch so viel mit der Xbox One gar nicht am Hut. Oh, schauen wir mal. Und wir sind The Ultimate Fighter. So, was ist jetzt? Willkommen bei TUF. The Ultimate Fighter, denke ich mal. Um in das TUF-Haus zu kommen, musst du deinen Ausscheidungskampf gewinnen und zeigen, was du drauf hast. Wärme dich in den Skill-Challenges auf. Sobald du bereit bist, kannst du über das Skill... Keine Ahnung, was sie von mir wollen. Ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Aber ich sehe hier Skill-Challenges. Und die Skill-Challenges, die schaue ich mir, glaube ich, mal alleine an. Ja, das sind die Übungen, um ein bisschen fit zu werden. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, gucken wir mal weiter. Und nur mal so als Ankündigung, ne? Hier ist Halligalli und so ist vorbei. Ernsthaftigkeit zieht ein hier in die Videos. Hier heute sind wir gekommen, um anderen Leuten wirklich weh zu tun. Ne? Das ist kein Spaß mehr hier, das ist vorbei. Auch wird sich meine Art, wie ich rede hier, gravierend ändern. Ich werde ein bisschen Aggressivität an den Tag legen. Und ja, all das und noch viel mehr in den nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Übrigens, geuploadet wird ganz wild und willkürlich jetzt auch am Wochenende und hast nicht gesehen. Ne? Macht's gut. Tschüss.